Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von TV Schwerin und MV1. Hier ist wieder euer Bauer Call mit die beliebte Sendereihe. Das hätte ich ja nie mal gedacht. Hier, heute steht's in der Zeitung. Ist es so, dass Lehrer, Schüler helfen müssen, wenn sie jetzt ohnmächtig werden wegen Wiederbelebung? Ihr wisst, der Fall, der da im Sportunterricht passiert ist. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin mir nicht sicher, ob man von einem Pädagogen fordern kann, dass er so nah an seine Schüler rangeht. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn sich ein Lehrer für seine Schüler einsetzt? Also, ich weiß nicht, ob man das von ihm verlangen kann. Auf der anderen Seite habe ich übrigens wieder gedacht, aber eigentlich doch nicht nur der Sportlehrer, eigentlich muss doch jeder Lehrer, eigentlich muss doch eigentlich jeder Mensch, der draußen rumläuft, einen anderen helfen. Ist das nicht unterlassene Hilfeleistung, wenn man nicht wenigstens versucht? Ich meine, Mann und Frau versuchen doch auch ständig aufeinander rumzudrücken oder was? Das ist doch auch irgendwie akzeptiert. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du dir bei der Schule die Entwicklung anguckst, also bei den Schülern, dann ist es vielleicht besser, die Lehrer kriegen nicht nur eine Erste-Hilfe-Ausbildung, sondern auch gleich Nahkampfattest. Oder sie werden in der Lage sein, andere zu entwaffnen, also die Schüler. Und vielleicht sollten sie auch in der Lage sein, Sprengstoffgürtel zu entschärfen und andere Geschichten. Ich meine, ist jetzt ein bisschen satirisch für den einen oder anderen unter euch, der das nicht verstanden hat. Also, rücken wir dichter zusammen und seien wir nicht so weit auseinander gesprengt. Schönes Wochenende, hau rein und piech nicht in. Es sei denn, du hast einen Spruch parat, dann kriegst du auch einen Pflegegrad. Mir muss keiner helfen. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.